Okay, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Final Fantasy 13. Wir werden hier lang gehen und uns die neue, schöne Filmsequenz anschauen, die jetzt kommt. Bin mal gespannt, was für eine. Was ist? Brauchst du eine Pause? You look tired. Not enough sleep. I guess. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? Oh, I'm just gonna lie down for a bit. Oh, is this this? Being made of Lucene, it's not easy. I mean, look. Even I'm kind of worried. But even if we don't know what'll happen, Therese gab mit dem Vogel. Okay, aber Tiere sind die besten Freunde des Menschen. Something to look forward to. You know? Next stop is Nautilus. Ich dachte, er schläft. Okay. Oh, ist das süß. Ist das süß. What? Sass? Der wollte wahrscheinlich irgendwo alleine für sich sein, wetten. Ja, genau. Jetzt muss ich einem Vogel folgen. Achso, okay. Nein, sie macht es nicht automatisch. Ja. Gehen wir zu Zert. Zert? Was liegt dir auf dem Herzen? Sass. Wie ich mit dir ausspricht. Ich sage immer Zert. You scared me. Er schreckt mich nicht so. Oh, komm. What's up? I'm just thinking. Mhm. Don't blame yourself. You know, you can't control who a FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's in the sea. Das habe ich schon fast geahnt. He said he wanted to see a foul sea. Tag 5. Klamm von Erwin. I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge! I know you're in here! Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Aber war das nicht Vanille, die wohl bei dem war? Daddy! Das war sie doch! It's alright. Ich hab nicht falsch gesehen. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those posts the sea had snuck in and tried to attack the sanctum of Alcee. It did the only thing it could and gave Dodge of the sea to protect it. My son, he got picked by a sanctum Alcee. He's a hero. But where posts the sea? Dodge's enemy.
Psycom showed up right after that to take custody of her. And then, it was one test after another. Even then, they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for Postlessy. Maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? Oh my God. After he was made a Lassie, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse Foul C. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse Foul C. Thought I could do it for him and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. But the bird says no. Als wenn er plötzlich Vogel sprechen könnte. Okay, egal. Gehen wir einfach weiter. Ah, wir haben ja neue Daten bekommen. Datenlook. Die Geschichte. Kapitel 6. Verfeindete Ezzie. Serge öffnet sich und erzählt die Wahrheit über das Schicksal seines Sohnes. Als Pulse Ezzie in dem Kraftwerk in der Erythi-Klamm eindrang, erwählte ein Sanktum für sie den zufällig anwesenden Daichi zu seinem Ezzie. Seit diesem Zwischenfall befinden sich Daichi im Gewahrsam des Sanktums. Seit Serge von einem Pulse für sie erwählt wurde, sind Vater und Sohn beide Ezzie, jedoch von verfeindeten für sie. Seit er zu einem Ezzie wurde, hat Daichi die Fähigkeit, Schwingungen aus Puls zu spüren und somit Subjekte aus Puls zu ordnen. Er war es auch, der den Puls für sie in der Nähe von Batum aufspürte, doch seine Bestimmung war unklar. Serge ging davon aus, dass sein Sohn den Puls für sie vernichten musste, wozu Daichi allerdings viel zu schwach war. Daher entschloss sich Serge für seinen Sohn, den Fall sie zu vernichten, in der Hoffnung, damit die Bestimmung seines Sohns zu erfüllen. Ob Daichi jetzt, da der Fall sie vernichtet wurde, zu einem Kristall geworden ist, so wie Sarah. Vielleicht musste Daichi nicht den Fall sie vernichten, sondern den Ezzie. In dem Fall müsste Serge und die anderen Ezzie sterben, oder Daichi würde zu einem Sith werden. Persönlichkeiten. Serge Katzroy. Serge Katzroy ist ein ziviler Luftschiffpilot. Pilot. Seit er seine Frau von etwa 3 Jahren verloren hat, kümmert er sich alleinerziehender Vater um seinen einzigen Sohn Daichi. Wenn er seinen Sohn, der bei dem Zwischenfall in den Emperor-Klamm zu einem Sanctum Ezzie wurde, nicht bei der Erfüllung seiner Bestimmung hilft, wird Daichi als Sith enden. Serge vermutet, dass sein Sohn den Puls für sie vernichten muss und will diese Bestimmung für ihn erledigen, doch bei dem Versuch wird er zu einem Puls für sie. Puls Ezzie und somit zum natürlichen Feind seines Sohnes. Daichi Katzroy. Daichi ist Serge's einziger Sohn. Er liebt seinen Vater und Kokons über alles. Obwohl er vor etwa 3 Jahren seine Mutter verlor, strotzt er geradezu vor Energie und Lebensfreude. Bei einem Besuch in der Eridi-Klamm, als er sich abenteuerlustig von seinem Vater entfernt, wird er in einem Zwischenfall verwickelt und in ein Sanctum Ezzie verwandelt. Mit seiner neuen Fähigkeit, Pulsschwingen zu spüren, nimmt er unbewusst die Frequenz des Puls für sie in dem Residuum nahe Batum wahr. Was seine Bestimmung ist, bleibt ein Rätsel und so droht ihm ein Ende als Sith. Oberstrandland Chilnabat. Oberstrandland Chilnabat ist ein Offizier des Persikums. Sie ist eine ehrgeizige, talentierte junge Frau, die die Offiziersschule als Jahrgangsbeste abgeschlossen und in Rekordzeit zum Oberlandsneuen aufstieg. Sie ist mit dem Aufsicht und der
Untersuchung von Daichi, der die beiden dem Zwischenfall in der Edelgemi-Clan zu einem Sanktum sie wurde, beauftragt. In dem Zusammenhang macht sie sich auch Bekanntschaft mit Serge, indem sie sich freundlich zeigt und in seiner schwierigen Situation beratend zur Seite steht. Okay. Schokobo-Küken. Diese Schokobo-Küken hat Serge in der Edelgemi-Clan gekauft, um seinen Sohn Daichi, der Schokobo uns über alles liebt, eine Freundin zu machen. Doch Daichi wurde von einem Falsi in eine Elsie verwandelt und von Pöksusum in Gewahrsam genommen. Daher haben sich das Schokobo-Küken und Daichi nur kurz gesehen, als Serge seinem Sohn Ghost suchen durfte, doch die Zeit reichte, um sich anzufreunden. Daichi wollte sich einen Namen für das Küken überlegen, doch er konnte sich noch nicht entscheiden. Okay, mit den nächsten Texten geht es weiter im nächsten Video. Bis dahin, ciao!